hier ist so eine Kiste, hier hinten. She's in shock. I'll bring her down when she's fit to move. Let's meet at the theater later. Okay. Zum Atrium zurückkehren. Okay, ja. Wir sollen zurückgehen. Okay, dann gehen wir zurück. Durch die Tür. Bist du da? Ja, ne? Ja. Heads up. You've got hostiles flooding into the building from the street. Oh, oh. Get down there and take care of them. I got Eleanor. Den Aufzug betreten. Nachfüllen. Oh, ich hab 30 Brandmissionen. Warte. Toll, wie wächst dich die Muni? Ich wollte das eigentlich nicht verheizen. Ich wollte ganz gerne mal was trinken, aber ich komme nicht dazu. Oh oh. Die verbarrikadierte. Verbarrikadierte Tür. Mein Gott, verbarrikadierte Tür durchbrechen. Mein Gott, ey. Ja, okay. Toll, ich hab keine Ahnung, wie ich Muni wechsle. Ah. Da vorne sind sie. Ich sehe sie. Bleib unten. Die kommen. Achtung von links. Von. Sind ein paar. Ich bin jetzt bei dir hier. Oh, das ist gut, Olli. Das ist gut. Ah, überhitzt. Scheiße. Und sagst zu mir, ich sei Rambo-mäßig. Ist klar. Aber er nimmt sich die große Wumme. Ja, die brauchen wir aber auch für die Tür. Warte, 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 nicht die Munition verschwenden. Okay, das Atrium sichern. Alles klar, da kommen sie. Da ist einer hinter der Mauer, den kriege ich so nicht. Ja, ich kümmere mich drum. Halte den mal so lange in Schach. Hab ihn. Is Odessa on the line? I'll patch her in. Odessa? Kelso has some news for you. We got Eleanor. Is she okay? She's okay. I'm bringing her home. Oh, God. Oh, thank God. Yeah, Stufenaufstieg. Neue Fähigkeiten beim Quartermaster. Und wir können das, Hauptquartier so ein bisschen ausbauen. Das ist doch mal geil. Nebeneinsatz entdeckt. Das Theater, okay. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück, ne? Und damit wir ausbauen können und so weiter. Jo. Treffen Sie sich mit Odessa Sawyer. Das machen wir auch. Es ist Nacht draußen. Das ist auch cool. Na, ich höre schon wieder Geballere. Oh, hier ist was. Okay, Feinde links von uns. Müssen wir nicht machen, aber könnten wir. Gibt die PS. Oh, dann rotzen wir sie weg. Nata? Everyone,
Na? Wie heißt es immer? Ja? Judge Dredd. Tode verurteilt. Oh nee. Jetzt aber willst du es wissen, ne? Die Pumpe oh. Gefällt mir. Ah, jetzt auf einmal doch. Ja, die andere, die halt Dauerfeuer geht. Komm, hier geht's weiter. Warte mal ganz kurz, ich hab was im Inventar. So ein komisches Ding wieder. Mal ganz schnell. Waffe Standard, Behalter Feldexperte. Okay, hier, dann machen wir auf. Was hab ich denn? Rüstungssystem und eine neue USC 45 ACP habe ich jetzt. Warte mal ganz kurz. Was für die Brust? Habe ich jetzt. Und eine neue Knarre. Die USCPO, ja, hat zwar weniger Schuss, aber deutlich mehr Durchschlagskraft. Als die Uzi. Guck mal. Kannst du das sehen? Es gibt keine Taste zum Waffenwechseln, Munitionswechseln. Der ist leider zu dunkel. Muss es ja geben. Na, dann gehen wir mal zu unserem Ziel. Ich hab nur 30 Schuss von denen. I hate those outcasts. Don't you? Was ist denn die Brandmunition? Brandgeschosse, die setzen den Gegner in Flammen. Ja, das ist mir klar. Es geht um welche Waffe? Die MG, die ich habe. Guck mal, da ist ein Hundi. Schäferbautz. Ja. Warte mal. Ah, hier ist. Okay, warte mal kurz, Olli. Kann man das sehen jetzt hier? Warte. Cool, man kann sogar Selfies machen. Das sieht man sogar. Du hast ein Handy in der Hand. Cool. Musste ich jetzt mal ausprobieren. So, wollen wir mal gucken und unsere Belohnung abholen, oder? Siedlungen sind sichere Häfen der zivilen Bevölkerung, die den feindseligen Fraktionen der Stadt gegenüberstehen. Alles klar. Nutzen Sie Siedlungen, um neue Haupteinsätze, Nebeneinsätze und andere Aktivitäten zu finden. Alles klar. Mit Ihrer Hilfe werden sich die Siedlungen verbessern und können Ihnen im Gegenzug Personal zur Verfügung stellen, das Sie in der Operationsbasis mitnehmen können. Aha. Okay. Alles klar, wo ist denn die Troller jetzt? Wo waren das? Hier hoch, ne? Hier durch. Die war ganz oben. Ja, dann gehen wir da mal hin. Hier ist dann hier auch noch was. Hier ist gerade richtig, wir können mit allen hier... I have a big favor to ask. The Declaration of Independence is still in the Archives building. I'm hoping you'd be willing to bring it back. I know we have more immediate problems to solve, but we could all use a reminder of what we're fighting for and what we stand to lose. Mhm. Okay. Hier, wir können, glaube ich, das Seil benutzen, sind wir schneller. Wir müssen ja eh hoch. Hier sind lauter Leute, mit denen wir sprechen können. So. Ich spreche erstmal mit der Trolla hier drinne. Mit Odessa. It's worse than ever, Odessa. We're barely holding things together. What am I supposed to do? Help us. I am helping. I am helping. Just not the way you want me to. We need you out there again. Your leg wouldn't stop you. It's not about that. I know it isn't. But if we fail... All right. We can probably spare some people. I'll be outside.
She said you did your part. I won't forget it. Die hat echt fiese Narben, oder Olli? Ja, die ist nicht ohne. Okay, jetzt kommt wieder irgendwas. Siedlungen brauchen Hilfe. Schließen Sie Siedlungseinsätze ab, um die Siedlung allgemein zu verbessern und Nebeneinsätze, um spezifische Verbesserungen freizuschalten. Bei jeder Verbesserung einer Siedlung werden neue Nebeneinsätze und Projekte in der Siedlung verfügbar. Die Verbesserung einer Siedlung ermöglicht es, neues Personal für die Arbeit im Weißen Haus anzustellen. Reden Sie mit diesen Mitarbeitern und rekrutieren Sie sie, um neue Dienste in der Operationsbasis freizuschalten. Okay, Signalpistole freigeschaltet. Ein Zivilist hat Ihnen eine Signalpistole anvertraut, um bei der Rückeroberung von Kontrollpunkten aus feindlicher Hand zu helfen. Aha. Gehen Sie zu einem feindlichen Kontrollpunkt, feuern Sie die Signalpistole ab und besiegen Sie die Gegner, die ihn besetzen, um ihn zu übernehmen. Wenn Sie einen Kontrollpunkt übernehmen, schwächen Sie nicht nur den Feind, sondern erhalten auch Zugang zu wertvoller Ausrüstung und Ressourcen. Das hört sich doch interessant an. Sie haben neue Haupteinsätze freigeschaltet. Schließen Sie Haupteinsätze ab, um beim Ausbau der Siedlung zu helfen. Fertigkeitsfreischaltung. Neues Personal. Dienst des Personals. Hey, it's Kelso. When the division network went dark, we switched over to a backup system that's only capable of supporting agents in the DC vicinity. Getting back to full strength is gonna be a multi-stage process. But first things first. We lost contact with an agent named Espinoza. He went to Jefferson Trade Center to try to reactivate a shade node hidden beneath the complex. I could really use your help to find him and get that node online. Mhm. Okay, ja. SHD-Technologie ist ein wichtiger Bestandteil für das Arsenal eines jeden Division ergänzt und kann verwendet werden, um neue Fertigkeiten, Varianten und Vorteile beim Quartermaster freizuschalten. Aha. Nebeneinsätzen, alles klar. Boah, ist die Karte übel, ey. Das Weiße Haus. Ausbauten des Weißen Hauses. Fertigkeits. SHD-Einsatz. Nebeneinsätze. Olli, was machen wir? Was wollen wir machen? Ein Haupteinsatz weiter oder ein paar kleine Nebeneinsätze? Ich würde sagen Haupteinsatz und wenn wir an der Nebenquest vorbeikommen, können wir die ja mitmachen. Ja, wollen wir das machen mit dem Jefferson Trade Center? Ich überlasse das alles dir. Okay, dann nehmen wir die. Alles klar. Ich finde es schade, dass wirklich keine Taste belegt ist für die Munition. Muss ich die wegschießen, anders geht's nicht. Warte mal kurz, das Theater. Nächster Ausbau schaltet frei. Wir müssen hier irgendwo noch mit den ganzen Leuten hier reden. Die hatten Einsatz für uns. Siedlungsfortschritt, Fortschritt prüfen. Neuer Meilenstein erreicht. Belohnung. Stabilität, Inal Alkalik Anfertigung. Okay. Projekt Jagdgruppe, Projekt Bergungsteam. Oh mein Gott, ist das alles übelst. Ja, mach doch mal. Wie nutze ich das denn jetzt? Was? Hydro. Optik. Grill. Das ist echt. Okay, warte mal. Ina, Khalid, Netta Jackson. Ja, können wir jemanden rekrutieren, anwerben.
I'm Anaya. I'm going to be helping out at the base of operations with equipment fabrication. It's a pleasure to meet you. Aha, die kann für uns bauen. Mit Lynetta. Neuer Dienstlager, sekundäres Seil anbringen. Lynetta, Einsatz. Look, you tell him that this isn't up for debate. He needs to stand the fuck down. Try reasoning with him, but you know how he gets. I know he's going to get you all killed if he keeps this shit up. Deal with it. Wie können wir das denn anwenden hier? Yes. Stabilität, Belohnung. There's a True Sons munition stockpile a couple blocks south of here at the Department of Justice building. It's a risk we can't tolerate. Would you be up for some sabotage? Okay. Ja, Olli. Ich guck gerade, ob ich noch meine Waffen in Zieloptik einsetzen kann. Ja, Modden und so weiter, ne? Ist ja auch noch so ein Thema. Könnte man ja auch noch mal durchprobieren. Ich habe ja auch noch nicht. Ich habe jetzt auf irgendwie habe ich da eine Optik draufgesetzt, aber keine Ahnung. Ja, warte, ich werde mal hier ein bisschen was ausmisten, ein bisschen was kaputt machen hier. Weil den Krempel, den ich hier habe, unnützes Zeugs. Muss auch gleich noch verkaufen, etwas. Schutzstoff. Okay, das habe ich auch. Oh, hier habe ich ja eine Menge Zeugs. Also Holz da habe ich eine Menge. Aber nur echt Kumpel. Ja, ich muss einen Verkäufer finden. Als Zerlegen. Du hast ja hier keine Rezepte zum Bauen in der Beta. Doch, mit einem Nebeneinsatz könnten wir eine Blaupause uns holen. Hat er mir angezeigt. Also bei dem einen Dings gibt es wohl eine Blaupause. Okay. Ich würde ja gerne mal hier mal was ausbauen, aber ich habe doch hier Fähigkeiten, kann ich doch... 1 von 3, Geschütz. Kann ich nicht setzen? Nee. Fertigkeiten. Cappies. Inventar. Man kommt. Wo ist denn hier der Typ, wo man die neuen Sachen lernen kann? Hier muss doch irgendwie einen Quartermeister geben, der hier uns das beibringt. Ich glaube, der ist nur im Hauptdingens. Dem Weißen Haus. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder runter, oder? Ja, was gucken hier noch? Hier auf der zweiten Etage. Ah, hier ist Projekte. Hier ist irgendwas. Projekte ansehen. Zielprojekt Jagdgruppe ausrüsten. Zielprojekt Bergungsteam. Siehst du, das ist irgendwie so ein Nebendings. Dafür bekommt man eine Blaupause, stromlinienförmige offene Visierung. Aha. Spenden ansehen. Was für Spenden? Stahl. Ah, du musst Zeug sammeln. Gespendet. Ah, du musst Zeug sammeln, damit man weiter vorankommt. Das ist ja mal interessant. Versorgungsgüter. 7 von 50. Okay, ich kann eine Brustplatte spenden. Ja. Spenden nicht die billigste. Sehr geil, alles klar. Das ist. Olli, weißt du, woran mich das erinnert? An WoW damals, wo wir gesammelt haben für das Tor öffnen. Von Anki Rai. Hier ist ein Verkäufer übrigens. Okay, jetzt feindliche Aktivitäten neutralisiert. 0 von 1. Also ich bräuchte noch 1, dann hätte ich das Zieloptik-Blaupause. Cool. Hier kannst du Sachen kaufen übrigens.
Knieschoner. Verkaufen. Verstanden. Thanks for the business. Ach, da. Ja, ich müsste noch mehr spenden jetzt, also. Also ich hab. Eisen brauchst du und 5 Eisen. Eine Brust. Ja, Brust. Kann ich nicht. Öffentliche Hinrichtung unterbinden, bräuchte ich noch. Für das andere, für dieses Bergungsteam. Dann gibt's einen vertikalen Griff. Hm. Okay. Ach. Hier gibt's noch ein Seil. Wenn du soweit bist, sag Bescheid. Oh Gott, er verkauft. Die eine Waffe behalte ich. Okay, bin bereit. Gut. Dann gehen wir mal runter. Hier ist irgendwas. Oh, das war vorher hier nicht. Dieser ganze Raum. Wo willst du denn hin? Da müssen wir nicht lang. Nee, das war vorher ja hier nicht. Deswegen wunderte mich das gerade. Hier gibt es einen Keller. Ja komm, wir gehen zum Hauptmission, würde ich sagen. Jefferson Trade Center. Und alles, was sich da auf dem Weg uns entgegenstellt, liegen wir um. Genau. Gut, da geht's wohl raus. Leaving safe area. Mhm. 0,3. Federal Triangle, Kontrollpunkt Hyenas. Okay, Vorsicht, da vorne sind sie. Warte mal. Hat die nicht was von Kontrollpunkt geredet? Und wenn wir hier so ein. Wo bist du? Achso, du bist schon da. Wie so eine Pistole kann man hier abfeuern. Irgendwie so eine Leuchtpistole. Ja, vielleicht müssen wir die auch erstmal wegrotzen. Na komm, wir versuchen es mal. Vielleicht kriegen wir die ja weg. Oh, hier ist was. Der patrouilliert, okay. Hm. Ist hier links ein Fragezeichen? Ja, sehe ich auch. Wollen wir hin? Oh. Bin neugierig. Ja, machen wir zwar einen kleinen Umweg, aber FBI-Hauptquartier. Cool. Oh, da hinten sind böse Buben. Ja, so geil. Hauen wir sie weg. Und da ist ein Lilaner dabei. Sie verlassen das Einsatzgebiet. Öffentliche Hinrichtung, 20 Meter. Das brauchen wir. Geiseln retten. Okay, warte. Olli? Also ich glaube, mit Granate wird das nicht gut, weil AE, ne? Ja, aber der Lilane macht mir Sorgen da. Oh, um den kümmere ich mich so ein bisschen. Okay, ich schmeiße mal was da hin. Okay. Ah, den einen muss. Habe ich nicht geschafft, abzuwehren. Macht nix. Die Pampa hat doch eine ganz schöne hohe Reichweite. Da hinten ist noch einer. Geh durchs Feuer! Ab ihn!
Irgendwo ist noch was hier. Hier hinten ist noch einer. Alarm. Wow. Wow, 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 wow. Ist Gesellschaft. Meine Güte. Ich muss wechseln. Boah. Der ist auf dem Auto. Ja. Okay, noch irgendwo muss was sein. Der ist selber noch. Granat irgendwo. Abgewehrt. Irgendwo ist hier noch was. Hey, Agent. Hey. We got a project that's ready to be completed. Is everyone all right? Whenever you have the time. Okay, wir können ein Projekt abschließen. Sehr geil. Jo, Stufenaufstieg. Irgendwie war doch hier gerade was mit dem FBI-Hauptquartier. Sind wir doch gerade vorbeigelatscht. Kommst du? Jo. FBI-Hauptquartier. Jetzt verlassen sie wieder das FBI-Hauptquartier. Wo ist es denn? Hä? Nebeneingang erreichen. 125 Meter. Ach, hier vorne. Sehe ich so einen roten Punkt. Von hier. Ja, ja, ja. Kannst du es kaputt machen? Ne. Nebeneingang. Vielleicht hier unten? 128 Meter, kann doch nicht so weit weg sein. Hier ist zumindest eine Kiste. Wo ist denn das jetzt hier? Nebeneingang. 123 Meter? 130, hier bewegen wir uns weg. Hm. Granate auszurüsten, werfen Sie in linke R-Maustaste. Ich sehe da den orangen Punkt für den Eingang, aber ich kann da nicht rein. Ja, ja, Dito. Warte mal kurz. Ah, jetzt kriegen wir eine Menge Gesellschaft. Okay. Ja, ich dachte, ich kann ihn das mal wegsprengen. Oh, oh, oh. Ach, waren nur zwei. Halt da vorne. Wow, 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 wow. Na komm, zeig dich. Okay, wo ist denn dieser verkackte Eingang? Soll nicht kaputt schießen. Irgendwo muss es ja hier sein. 98 Meter, 97, also hier muss... Da wird's kleiner, das ist gut. Ja. ...94, wird es wieder mehr. Hier lang, hier. Das ist ein orangischer Punkt. Ja. Ein bisschen auf die Kette. Ah, jetzt sehe ich deine Uzi. Alter, ist das ein fettes Ding. Hat aber eine blöde Schuss. Quatsch doch nicht das. Ah. Hat zwar ein bisschen Power, aber nicht so von der Schussfrequenz, ist ein bisschen doof. Ja, ich mag halt einfach diese Waffen nicht, wo du immer drei Schuss. Da kannst du nicht zielen. Okay. Kellereingang lokalisieren. Okay. Ah, Kiste. Wie kommen wir denn da rein? Ah! Du hast die Kiste gesehen? Cool. Danke, nochmal Munition. Zeig Panzerbrecher für die Handfeuerwaffe. Naja, müssen wir doch mal verballern.
Kellereingang lokalisieren. Wo ist der Kellereingang? Kann ja nur irgendwo runter sein, ne? Obwohl der einzige Weg führt irgendwie nach oben. Ah, hier ist eine Tür. Wie konnte das nur passieren? Von all den Hauptstädten, in all den Ländern dieser Erde, war keine vorsichtiger, keine sicherer, keine besser vorbereitet. War es Selbstgefälligkeit? Pech. Oder war es etwas viel Heimtückischeres? Aber eins steht außer Frage. Wir schlagen jetzt zurück. Das ist der entscheidende Moment. Wenn wir versagen, zerfällt die Nation. Wir sind die letzte Verteidigungslinie der freien Welt.